Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolve. Ja, wir haben hier vielleicht ein bisschen die Gehege ja jetzt hier aufgebaut, aber ich habe doch geguckt, gibt kein Blueprint dafür und das heißt eben halt, wir müssen das hier nehmen, aber das funktioniert ja natürlich auch. Ich hab's falsch gemacht. Da haben wir sogar eben halt das dafür. Also. Das kann man nicht bewegen. Es ist, heißt eben halt so, wir bauen jetzt das. Dorthin. So. Jetzt ist hier vielleicht keine Elektrizität noch dran. Natürlich ist das andere geiler. Aber, ich habe gar keine Zeit dafür und irgendwie auch keine Lust. Also, jetzt so. Die anderen lassen wir jetzt hier noch, aber. Ja. Triceratops. Kommt her. So. So, klar, es sind die schwer anhalten, habe ich gesagt. Das ist ein bisschen blöd hier gemacht, finde ich, weil hätte ruhig schon mal größer sein können. Aber das funktioniert ja trotzdem. Denn ich glaube eh nicht, dass. Hey, was macht er denn da? Kannst du nicht durchlaufen? Pff, der wollte da durchlaufen! Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. So. Das ist eben halt jetzt so. Und, ich finde, das andere sieht immer noch schöner aus, aber es ist leider, also es gibt kein Blueprint dafür, was ich schade finde, aber naja, kann man ihm halt ja nicht ändern. Ne, also hier gibt kein Blueprint dafür, nichts. Jurassic Park Fans. Bedeutet ihm halt eigentlich so viel wie, ja. Und, was soll ich denn noch dazu sagen? Ich hätte es andersherum machen sollen. Jetzt habe ich es aber nicht so rum. Egal. Denke ich mal, sollte jetzt nicht so tragisch sein. Okay, es ist falsch.
Wieso kann ich nicht laufen? Was? Warum? Habe ich die jetzt schon wieder bei mir drin? Ach so. Daher wird das hergestellt. Sag das doch. Oder nicht? Dann muss dann auch wieder abgerissen werden, weil es ja auch falsch ist. Ist ja auch leider falsch, meine Damen und Herren. Ist ja leider falsch. Was soll denn die Leute, die reingucken, mit den Stäben? Hat hier irgendwie keinen großen Sinn. Dann. Hallo. Hä? Eben hat's auch geklappt. Ja, nein, ist wieder falsch. Es ist so nervig, weil es immer halt falsch ist. Wenn das aber dort lang gehen würde, wäre es schon mal krass. Wieso von der, was von der Struktur? Kann nicht gesetzt werden. Platziere ist nicht hier möglich. Wieso? Jetzt ist schon wieder falsch. Alter, du kannst mich mal. Ah, richtig. So. Gleich ist auch der Stein dann weg. Wer bist du, Stein? Du bist nervig. Geh weg. Danke. Nice. Nur weil es hoch über dem Boden ist.
Kann ja eigentlich nur so hinstehen selber. Der hilft ja nichts weiteres. Ist er leider so. Jetzt geht da wieder nichts. Willst du mich verarschen? Mann, meine Damen und Herren, ja, ich weiß, das geht hier ein bisschen manchmal nicht, aber kriegen das irgendwann hin. Egal wie ich's ja stelle. So. So. Warum ist denn jetzt schon wieder so dunkel? So, das Gehege wird hier für den Triceratops. Muss ja trotzdem groß sein. Wir wissen noch nicht mal, ob wir hier bleiben. Bleiben meinte ich eben halt, ob wir jetzt wirklich hier unser Gehege bauen wollen. Aber ich denke mal schon, wenn wir jetzt angefangen haben. Hier unter durch können nur wir. Ich glaube aber auch nicht, dass da überhaupt jemand durch könnte. Also ein Dino meinte ich jetzt, außer vielleicht so eine Insekt, aber das ist sonst auch nicht. Das wird ja eh hier nicht auftauchen, meine Damen und Herren. Aber Vorsicht, 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 sage ich immer nur dazu. Aber ich denke mal, das sollte hier, also wir machen noch das Gehege in der Folge fertig. Ich weiß, die Zäune, ich muss mich erstmal an die Zäune gewöhnen, aber die anderen finde ich immer noch cooler, weil sie größer sind und höher. Und sie sehen irgendwie schön aus. Aber das kann ja auch täuschen und ein Vorurteil sein. Und ja, ne? Stein. Verpiss dich. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Dankeschön. Jo. Ach, guck mal, wir haben da Fischis. Was ist das? Also. Minifisch. Es regnet auch.
Aber ich glaube nicht, dass die da durchkommen. Wäre schon merkwürdig. Dann muss das eben halt jetzt einmal kurz andersherum gewesen sein. Ist nun jetzt auch nicht die Welt, finde ich. Ich glaube eh nicht, dass da irgendwie, dass die dort gegenkommen. Deswegen. Keine Probleme damit. Ja, du steckst fest, ne? Okay, dort kommt schon mal ein Triceratops durch. Aber da haben wir uns auch schon mal, denke ich mal, was überlegt. Also ich habe mir schon auf jeden Fall was überlegt, wie ich das am besten regel dann. Der Stein soll bleiben und dann soll ich gleich hier eigentlich sogar schon das Gehegeende kommen. Und das soll der Gehegeeingang sein. Dafür muss ich aber noch mal kurz Arc Metall Wall Metallwall. Gut, diese Metallmann meinte ich nicht. Metalltor. Oh, Tor. Ich bin so ein Idiot. Ja. Kleines. Okay. Wir wollen das Große. Außer dumm. Torbogen muss er ja erstmal hin. Okay. Das kann abgerissen werden. Klar kriegen wir jetzt wieder die ganze Scheiße da hinzu. Was ist, wenn. So kommt und brauche ja noch die Tür. Brauchen wir auch, ne? So, und jetzt haben wir das Tor dafür. Das ist auf 6 und das soll dann die kleine Tür
Okay. Okay. Vergiss mal, was ich gesagt habe, dass ich Tor. So, abreißen. Abreißen. Der Torbogen kommt einmal noch mal hier hin. Okay, nochmal der Torbogen. Lol. Du brauchst aber vier. Ja, gut. Ne. Das würde gehen. Und jetzt machen wir nur noch einmal kurz die Tür rein. Und dann haben wir unser Gate eigentlich schon mal fertig. Klar, ist es ein bisschen hell. Okay. Okay. Dort können wir noch was anderes einbauen dann. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir dann nochmal unser Gate eben halt richtig an. Und dann wünsche ich euch noch heute einen schönen Mittwochabend. Oder sogar schon am Dienstag. Ich weiß ja nicht, wann ihr eben halt die Folge. Doch, einen schönen Mittwochabend noch. Und. Oder. Dienstag? Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend und ciao, ciao.